Straßenschläger. Einfach zerschnibbeln. Exakter Schläger. Nein, davon war das Tod ist auch gut. Noch jemand? Übrigens, wow, wow. Das wirst du bereuen. Hör doch damit. Du machst Pause. Das war wahrscheinlich ein Fehler. In jedem Fall gehen wir in die exakten Schläge über und boarden sich alles hier durch. Spannen uns die restlichen Kräfte für den Moment auf. So effizient natürlich unterwegs sein wie möglich. Okay, die exakten Schläge haben sie schon verbraucht. Gelöscht. Das ist also diese Milizen hier. Jeffin ist da unten. Es war aber schon ausgesprochen nachlässig von der Wache, das nicht zu melden. Potenzielle Aufstandsquellen sollten immer gemeldet werden. Sonst passieren solche Sachen. Der Champion? Hier? Ja. Ist das der Hauptmann? Sind wir dafür bereit? Nein. Das geht schon zu lange so, tapferes Kirkwall. Ihr habt euch nicht von allen anderen befreit, nur um jetzt dem Einfluss... Ihr seid führungslos und werdet zurückgedrängt. Die wichtigsten Ämter stehen unter dem Einfluss Fremder. Die ausländische Elite lässt euch ausbluten. Ihr bringt Schande über euch. Die Feraldenerin mit dem orlesianischen Namen. Gibt es ein besseres Beispiel dafür, wie tief diese Stadt gesunken ist als sie? Tu mal, Evelyn. Ihr gehört euch, Hauptmann. Wissen Sie überhaupt, wie ihr eure Männer geopfert habt? Dass ihr allein Schande über euren Namen gebracht habt? Dreckige Hure! Ihr habt mir alles genommen! Ihr habt es euch selbst genommen. Die Wache weiß das und deshalb steht auch niemand zu euch. Er hat keinerlei Unterstützung. Das hier ist keine Rebellion. Es ist eine Täuschung. Ein Witz auf Kosten Corkwalls. Auf Kosten eures und meines Zuhauses. Ich lasse nicht zu, dass ich erneut mit leeren Händen dastehe. Nein, euch wird noch weniger bleiben. Irgendjemand abgezischt von den Aufständischen? Nein? Jevin, mein Freund. Mal des Todes. Den. Und den. Rachefeld zu behalten fürs Erste. Exakte Schläge. Und drauf da. Aua. Er hat sich getarnt. Anders. Wirf einen Feuerball direkt dahin, wo er war. Oh mein Gott! Er hat Kenny getötet. Was ein Schwein. Kiste leihen wir uns mal kurz. Frost dich mal. So, jetzt sind wir von der Ausdauer ungefähr tief genug. Ach, weißt du was? Wir können ihm noch einen kleinen Frost reindrücken. Und jetzt können wir in den Heiler-Modus übergehen. Nein, noch nicht. So, Rache. Jeff ist schon wieder getarnt. Ich glaube, der ist schon wieder getarnt. Geben wir uns eine Elfenwurzel. Aua! Hey! Das ist Magier in Frieden. Ich sagte...
Lass den Magier in Frieden. Hey, der hat Isabella getötet. Was ein Drecksack. Einer weniger. Alter! Oh nein. Runde 2. Gute Nachricht. Wir haben Mephals Gunst. Eine. Wir haben genau eine Mephals Gunst übrig. Zum Glück können wir damit das hier machen. Aua. Rache verlassen. Lösch ihn. Sagte, lösch ihn. Der macht zu viel Schaden. Trink ist nicht drin. Anders kannst du heilen. Heil. Gut. Eckpfeiler, verzauberte Stiefel, wichtige Gelenke, Gardistenausführung, erhöht die Verteidigung von Evelyn. Das ist gut. Repair. Da hat Jeff uns ganz schön auseinandergenommen. Zweimal sogar. Gut, kein Mana übrig, gehen die Wunde der Heilung über. Allein, um sich die passive Gesundheitsregeneration Vorteile zu bringen. Die hat Isabella schon wieder getötet. Ihr Narr, warum habt ihr das nur getan? Ich werde Leute wie ihn niemals verstehen. Selbst wenn ich 100 Jahre alt werde. Das ist schon ein großes Rennen. Meine Gardisten werden dort schon auf mich warten. Ja, gehen wir zur Kaserne. Speichern. Wir müssen, bevor wir zur Kaserne gehen, wahrscheinlich erst einmal nach Hause. Wir sind alle verletzt, kaputt und tot und wir brauchen neuen Segen von Befall und die Musik rastet gerade aus. Es ist schön, euch wiederzusehen. So. Keine Angriffe. Zehn Stück davon hätte ich gerne. Keine Katastrophen. Philandaris müssen wir noch finden und eine Todeswurzel, ein Glitzerstaub, einmal Philandaris. Damit wir sowas herstellen können wie Pilzspringfeuer. Pilgift. Oh, das ist ein Lebensentzuggift. Das brauchen wir auf jeden Fall. Die Dauer der Beschichtung ist natürlich nur 5 Minuten. In jetzt den anderen Beschichtungen, die halt 30 Minuten halten. Keine außer Kontrolle geratenen Verzauberungen. Das ist wirklich gut. Lebensschutz. Sollten wir vielleicht mal häufiger benutzen. In größeren Kämpfen. Muss das nur, um sicher zu gehen. Wir haben alles außer einmal Spindelkraut. Bei Runen haben wir, fehlt uns ein Lyrium und ein Orichalcum. Nicht sicher, ob wir das Zeug noch kriegen werden. Lager. Nektier. Krallen der Löwen. Pfad der Wildnis. Inn des Ruhms. Nicht schlecht, brauchen wir aber nicht. Evelyns Schild hat keine Verzauberung abkriegen. Es sei denn, was mit dem neuen Schild, den wir gekriegt haben. Eckpfeiler. Ich glaube, wir verzaubern eher Evelyns Schild. Können wir Schutzruhen überhaupt auf den Schild drauf tun? Ja. Isabella kann noch einen weiteren Rüstungsslot kriegen.
können wir hier kurz mal eine Runde Schutz draufziehen. Uns fehlt nur der Helm des Champions, oder? Ja. Dann haben wir das Set komplett. Freund des Magiers benötigt drei Dinge noch. Also drei Runen des Schutzes, würde ich sagen. Maximale Rüstung. Vielleicht gehen wir noch eine Verteidigungsrune drauf. Das machen wir auch. Eine Rüstungsrune, die sämtliche Attribute erhöht. Jedes Rüstungsteil kann nur eine Runde Tapferkeit aufnehmen. Oh. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Plus 2 auf alle Attribute. Nehmen wir lieber die Rüstung in Kauf. Ich glaube, wir nehmen lieber die Rüstung. 11 Rüstung kriegen wir dafür drauf. Obwohl wir statt 11 Rüstung nicht nur plus 2 auf alle Attribute. Hier kriegen wir durch 7 Rüstung nur. Hört also ein Prozentsatz an Rüstung. Ja, dann sind definitiv mehr Attribute nötig. Ich meine, das sind im Endeffekt 6 Konstitutionen, die wir oben drauf gekriegt haben. Was 30 Hitpoints sind. Und alle anderen Attribute werden sich auch erhöht. Das heißt, Verteidigung und alles steigt auch noch ins Hohe an. Hier geben die halt 27 Rüstung. Also 10% Rüstung kommen oben drauf. Verstehe. Runde Verteidigung. Mehr Verteidigung geben. Ich kann das für euch. Es wird uns nicht Buffs angezeigt, oder? Unsere Verteidigung ist gerade aktuell 2/3 Chance auszuweichen gegen Bosse und 80% gegen alles andere. 95% Chance, ziemlich jeden zu treffen. Angriff müssen wir wahrscheinlich ein bisschen erhöhen noch. Wir gehen künftig ein bisschen mehr auf Geschicklichkeit. Wenn wir das hier ablegen würden. Dann die Attribute schauen. Nein, das wird jetzt nicht mit reingezeichnet. Aber das ist kein Problem, denn das funktioniert ja trotzdem. Waffen. Haben wir noch irgendwelche unverzauberten Waffen, die einer von unseren Gefährten trägt? Was trägt Fenris? Was Fenris trägt, kann nicht verzaubert werden. Ach so, ich verstehe. Der Pfadhammer war zwar ganz gut, aber nicht hilfreich dafür, dass wir Fenris als Tank haben wollten. Gut. Evelyn, Isabella, Anders, bestätigen. Fest ist, wie kommt. Wisst ihr, Isabella, wenn mir jemand erzählt hätte, ich würde es so viele Jahre mit euch aushalten, hätte ich ihn wohl einfach auf die Bretter geschickt. Und wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich dann noch hier bin, hätte ich dasselbe getan. Keine Sorge, eines Tages bekommt ihr euer Schiff. Und was würdet ihr tun, ohne mich in der Rose als ständiger Quell eurer Kopfschmerzen?
Jemand würde das Loch stopfen. So, als wärt ihr niemals gegangen. So mag ich mein Mädchen. Vielleicht gewinnt ihr ja hin und wieder. Ah. Seid gegrüßt, Champion. Zurück zur Kaserne. Da scheinen sie sich sogar fast schon zu vertragen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man das so formulieren kann. Evelyn. Jevon. Miese Ratte. Da baut man etwas Gutes auf, müht sich dafür ab. Und dann schlägt die Vergangenheit einfach ihre Klauen in einen. Das passiert ständig. Ich weiß. Ich werde alle 20 Minuten von irgendjemandem angefallen. Aber ab wann leiden die darunter, an denen euch etwas liegt? Ich wollte eine gute Anführerin sein. Aber das... Ich frage mich, was ich tun würde, wenn ich vor meinem Hauptmann keinen Respekt mehr hätte. Hauptmann, wir warten auf Befehle. Werdet ihr sie befolgen? Darf ich frei sprechen? Es gibt keinen Mann und keine Frau, die euch nicht bis durch die Leere folgen würde. Hauptmann. Ich mach's. Ich brauche einen Moment, Hawk, aber da ist noch etwas anderes. Kommt später wieder zurück, damit wir uns unterhalten können. Aha, also jetzt. Und dann sagt er sagt, ich könnte schwören, dass ich zwei hatte, als ich reinkam. Die Flecken sind nie wieder rausgegangen. Ihr seid unmöglich. Mit jeder Phase. Was passiert? Es gefällt euch doch, großes Mädchen. Und ihr schuldet mir die Flasche. Hawk. Dann vertragen die beiden sich. Was plötzlich passiert? So schlimm ist sie gar nicht. Nur wenn sie schlimm ist. Oh. Wusstet ihr, dass ich 7 Jahre lang tot war? Ich habe es letzte Woche erfahren. Die Ermittlung der Opfer bei Ostagar wurde jetzt erst abgeschlossen. Der König hat angeboten, allen überlebenden Offizieren ihre Posten wiederzugeben, wenn sie nach Ferelden zurückkehren. Und? Und was? Ihr dient einem anderen König. Ist das von Bedeutung für euch? Ich dachte, ihr werdet auf Kaelin eingeschworen. König Elister ist offenbar zu einer Art Sensation geworden. Ein Quell der Hoffnung. Wer auch immer auf dem Thron sitzt, ich habe Ferelden gedient. Das Land überlebt, auch wenn Kaelin nicht mehr ist. Was würdet ihr tun? Ihr habt das Thema angesprochen. Wie lautet eure Entscheidung? Es war eine seltsame Zeit hier in Kirkwall. Denkt ihr je an diese letzte Nacht bei Ostagar? Wie alles geschah? Ich meine damit nicht den Verrat. Jeder weiß, dass der Angriff über die Flanke nach dem Signal niemals erfolgt ist. Aber dieser Moment, als der Turm erleuchtet war und dann der Kampf einfach weiter tobte. Ein seltsames Gefühl. Erst Hoffnung und dann... nichts. Mir gefällt der Gedanke, nicht einfach sang- und klanglos wegzugehen, Hawk. Nicht noch einmal. Es war offensichtlich. Ihr bleibt also. Ich bin schockiert. Ihr würdet einen neuen Hauptmann einfach übergehen. Das kann ich diesen Männern nicht anbieten. Das ist auch wahr. Danke für alles. Dass ich so viel habe, verdanke ich euch. Ich bin für euch da, Hawk. Und für mich selbst. Ihre Überzeugungen wurden wir hinterfragt und wurden aufrechterhalten. Sollte sich daran etwas ändern, erfahrt ihr es als Erster. Es ist tatsächlich bei allen nicht, wenn man es, abhängig davon, wie man es betrachtet, es ist tatsächlich nicht bei allen Gefährten sinnvoll, dass man sie bei allem in ihrem Schwachsinn unterstützt, ihn so treiben. Ich meine, zum Beispiel so ein Anders hier, wenn der sich zu unterstützt fühlt, macht er Schwachsinn, wie wir mitbekommen haben. Ah gut, man will die Leute bei ihrem Lebensweg unterstützen. Und wenn die auf die Idee kommen, dabei schlechte Entscheidungen zu treffen, will man dennoch für sie da sein, nicht wahr? Wir müssen zum Sunderhügel. Das heißt, wir bunkern Isabella mal ganz kurz weg. Lassen Evelyn auch mal zurück und nehmen uns Fenris und Mel mit. Einfach damit wir diese komische Truppe dabei haben. Ja, Pfarrthammer kommt nicht an hochwertigen Streithammer mit dran. Wobei... Pfarrthammer ist... Oh doch, der Pfarrthammer kommt nicht im Mindesten daran. So wenig Schaden. Speichern. Nehmen wir mal diese Truppe von Leuten, die sich alle nicht vertragen, aus allen Gründen mit. Zum Sunderhügel. Fenris hasst beide, weil sie Magier sind. Anders hasst Meryl, weil sie Blutmagierin ist.
Fenris, also Anders hasst Fenris, weil Fenris die Templer unterstützt. Und Meryl ist einfach überfordert mit der ganzen Welt. Übrigens habe ich keine Ahnung, wo die dritte Gruppe hin ist. Ich sehe sie nirgendwo. Nicht alle Magier sind schwach. Und sie ist losgegangen. Stimmt. Bethany war zum Beispiel nicht schwach. Ihr erwähnt mich dabei ganz bewusst. Ganz bewusst. Auch das stimmt. Ich werde euch beweisen, dass ich nicht schwach bin. Nein, tu es nicht. Beweist es euch selbst. Jemand anderen überzeugt ihr nämlich nicht. Anders. Der Moment, wenn du etwas beweisen musst, zeigt, dass es Leute sowieso nicht glauben. Gut, das bezieht sich ja nicht auf empirische, wissenschaftliche Belege und ähnliches, sondern eher auf den eigenen Charakter. Wenn man krampfhaft versucht, den eigenen Charakter zu beweisen, immer und immer wieder, dann glaubt es dann einem wirklich doch niemand. Aus dem einfachen Grund, dass man dann das Gefühl hat, unbedingt was beweisen zu müssen. Warum ist der Clan noch hier? Ich habe immer befürchtet, sie würden mich wegen meines Menschensohns ablehnen. Meister Elin ist immer nicht abgezischt. Übrigens, kaufen Sie das ab. Die Sachen können auch weg. Und der Eckpfeiler ist auch nicht nötig. Das kann weg. Den Kram behalten. Die Bognerkunst der Delish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Marifari, warum seid ihr noch hier? Willkommen zu Hause, Darling. Das hier ist keine Heimkehrhüterin. Und warum ist der Clan überhaupt noch hier? Ihr hättet schon vor Jahren weiterziehen sollen. Der Clan hat hier noch immer etwas zu erledigen, Darling. Wir werden gehen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Der Zeitpunkt war schon vor 3 Jahren gekommen. Ihr könnt nicht hierbleiben. Irgendwann werden euch die Menschen zwingen, weiterzuziehen. In den Bergen gibt es zahlreiche Verstecke. Wir werden bleiben, bis meine Aufgabe erledigt ist. Das gefällt mir nicht. Wenn du nicht zu uns zurückkehrst, was führt euch dann hierher? Könnt ihr besessene Elfen retten? Was unternehmt ihr, wenn einer der Delish zu einer Abscheulichkeit wird? Wenn ihr hofft, dass die Delish über Wunder verfügen, muss ich euch leider enttäuschen, Kind. Selbst wenn der Dämon ausgetrieben wird, bleibt die Seele vernarbt. Sie kann niemals wieder heilen. Nicht vollständig. Und wie ein verwundetes Tier wird sie den Aasfressern zum Opfer fallen. Die einzige Heilung ist der Tod. Helf uns, den Spiegel zu reparieren. Ich will nicht zum Dämon gehen. Wie kann Meryl den Illuvian reparieren? Selbst wenn ich es könnte, würde ich das verfluchte Ding nicht wieder reparieren. Er hat meinem Clan bereits Leben und Hoffnungen geraubt. Und das war noch das Geringste, wozu dieses heimtückische Ding in der Lage ist. Klär dich! Du musst zur Besinnung kommen. In unserer Welt ist kein Platz für ein derartiges Übel. Er ist Teil unserer Welt. Er ist schon seit Jahrhunderten in unserer Welt. Niemanden schmerzt der Verlust von Meheriel mehr als mich. Aber der Spiegel war nicht dafür verantwortlich. Aber ich vergeude meine Zeit. Ihr wollt die Vergangenheit lieber fürchten, als sie zurückzugewinnen. Es ist sinnlos, Hawk. Gehen wir. Die Jäger haben letzte Nacht wieder einen Verjagt. Fenris Feindschaft. So. Es kommen zu viele Schatten. Wir müssen bald weg von hier. Kannst du nicht mit wo ist die Hüterin jetzt hin? Ich habe es versucht. Sie hat ihr anscheinend schwere Bürde auf euch geladen, Hawk. Mögen die Schöpfung. Speichern. Dass Fenris natürlich dagegen sein würde, war wieder abzusehen. Das Spiel hat gerade ein Autosave gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum mich das kümmert, aber euch ist schon bewusst, dass es Irrsinn ist, oder? Das ist mir klar, glaubt mir. Und wenn es einen anderen Weg gäbe, würde ich mich auch für ihn entscheiden. Es gibt einen anderen Weg. Es gab schon immer andere Wege. Hört auf, Blutmagie einzusetzen. Befreit euch von diesem verdammten Spiegel. Na, wenn das so ist, gehe ich natürlich sofort zurück nach Kirkwall und werfe ihn weg. Direkt nachdem ihr aufgehört habt, euch für die Magier des Zirkels einzusetzen. Es ist nicht voll und ganz das Gleiche, wenn wir denken, welche Methoden angewandt werden. Ich hasse Spinnen. Komm nur, wo kommt ihr vor allem runtergejietet? Ja.
werfen sich immer aus dem Nichts einfach irgendwo her. Verreckt. So. Sonst noch etwas? Oh nein, nein, das kannst du schon vergessen, mein Freund. Na, guck mal, das ist die zweite Gruppe. Nein, Fenris, geh da raus. Nein, 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 raus, nein, anders, Heilung. Wir laden kurz mal. Ich hasse arkane Schrecken. Wollen wir gerade in den Nahkampf übergehen, dann macht er seinen komischen Arschloch-Move. So, mal schauen, ob sich gleich wegteleportieren wird. Nein, Mord. Danke. Die Versteinung kommt jetzt sehr nützlich. Sehr gelegen. Exakte Schläge. Und drauf da. Alles. Solange versteinert ist, müssen wir es nutzen. Er teleportiert sich weg. Er macht ja seinen komischen Arschloch-Move. Fenris, renn, wenn du kannst. Anders, ich weiß, du hast ihn. Heil ihn. Das sind ganz schön viele Dämonen. Ach, der arkane Schrecken ist wahrscheinlich die dritte Gruppe gewesen. Fenris, trink dir einen. Schütz Fenris. Ich hasse dich! Ich verabscheue den Umstand deiner gesamten Existenz. Anders. Nein, da. Direkt in die Rot. Es ist so gemein. Wir müssen den Arkanschrecken so schnell es geht ausgeschaltet kriegen. Arschlochfläche aus dem Weg. Dahin. Wir kommen. Dennoch brauchen wir alle Kraft auf den. Wir wissen, wir haben festgestellt, er kann mit einem einzigen Angriff unsere ganze Gruppe ausschalten. Und so an zum Beispiel. Trinken. Fenris, wo stehst du? Komm, schon am Verrecken. Anders, heil ihn mal. Warum? Okay. Du bist da in den Tod reingerannt. Warum rennst du in den Tod rein?